Die Akademie der Wissenschaften in Moskau hat beschlossen, bis 35 REM Lebenszeitdosis durch den Reaktorunfall von Tschernobyl ist zumutbar. Das würde bedeuten, auf diesen Arealen mit 1 Million Becquerel pro Quadratmeter hätten die Menschen in 35 Jahren ihre zumutbare Dosis bei 10 Millionen Becquerel pro Quadratmeter bereits schon in weniger als 4 Jahren. Aber was ist zumutbar? Radioaktivität, jede zusätzliche Radioaktivität, der wir ausgesetzt wird, setzt Schäden in unseren Körper. Radioaktivität, auch die natürliche Radioaktivität, mit der wir von Anbeginn umgeben sind, Leben ist in einer strahlenden Umwelt entstanden, ist nichts Lebensfreundliches. Es ist ein lebensfeindlicher Faktor und Leben hat sich gegen diesen lebensfeindlichen Faktor durch. Die Wetterstrahlung des Strontiums hat eine Reichweite von ungefähr 1 Millimeter. Und ganz egal, wo es eingebaut ist, es erreicht die Stammzellen mit seiner Wetterstrahlung. Das heißt also, die Zellen, aus denen alles hervorgeht, liegen unter einem permanenten Beschuss. Und wie reimt sich das jetzt zusammen mit den Symptomen, die wir bei den Kindern in Tschernobyl immer wieder berichtet bekommen? Dass die Symptome, die Juri Tscherwak als erster mit Tschernobyl-Aids beschrieben hat, nämlich die Symptome einer Anämie mit verminderter Zahl der roten Blutkörperchen, eine therapieresistente Anämie, Vitamingaben und Eisengaben helfen nichts. Zweitens die Hämorrhagie, das heißt die ständigen Nasenbluten, die ständigen Blutungen, über die die Kinder klagen, die einhergeht mit einer verminderten Zahl der Blutplättchen, die ja beteiligt sind an der Blutgerinnung. Und drittens die Immunschwäche, die die Kinder zeichnen. Sind alle naselang krank. Jede kleinste Infektionskrankheit wirft sie um. Sie haben ständig Schnupfen, sie haben ständig grippale Infekte. Und außerdem beobachtet man eine verminderte Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut. All das lässt sich sehr leicht erklären, so meine ich wenigstens, mit einer Knochenmarksdepression. Das heißt, das Knochenmark hat aufgrund des permanenten Beschusses und vor allen Dingen wegen der Akkumulation des Strontiums allmählich die Fähigkeit zur Kompensation verloren. Im Kreiskrankenhaus von Wiedka liegt schon lange kein krebskrankes Kind mehr. Die schweren Fälle, Schilddrüsenkrebs oder Leukämie, werden nach Kiew, Minsk oder Moskau verbracht, wo man am Tag bis zu 60 Knochenmarkstransplantationen durchführt. Erfolgschance unter 20%. Damit sind diese Fälle aus der Krankenstatistik der hochbelasteten Zone verschwunden. Radioaktivität bedeutet punktuelle Abgabe von Energie auf die Moleküle in unserem Körper. Es sind also winzigste Nadelstiche, die in kürzester Zeit aber mit voller Kraft gesetzt werden. Wir sind solchen Strahlenschäden permanent in jeder Sekunde ausgesetzt. Permanent. Und das Leben könnte nicht existieren und die Information zum Leben könnte nicht weitergegeben werden, wenn wir nicht wirksame Reparaturmechanismen haben. Aber diese Reparaturmechanismen sind sehr, sehr komplex und sie erfordern Zeit. Das heißt also, je kürzer der Lebenszyklus einer Zelle ist, umso weniger Zeit bleibt zur Reparatur zur Verfügung. Und wenn wir Zyklen, ganz kurze Zyklen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein gesetzter Schaden, eine gesetzte Mutation nicht repariert werden kann. Und das erklärt unter anderem, warum Kinder mit rasch wachsenden Geweben, mit Zellen, die sich rasch teilen, besonders strahlenempfindlich sind. Es ist die größte Katastrophe seit Menschengedenken. 5 Millionen ahnungslose Menschen sind besonders schwer betroffen. Unter ihnen mehr als 800.000 Kinder. Es sind die Kinder von Tschernobyl.
Die Opfer werden niemals gezählt werden können. Es war kein Pfusch und nicht einfach menschliches Versagen, was die Katastrophe herbeigeführt hat. Es war, bis in die Durchführung des auslösenden Experiments, der Wahnsinn einer Selbstüberhebung, die sich Atomenergie nennt. 100.000 Menschen werden in den ersten Tagen aus dem unmittelbaren Umkreis evakuiert, während man aus allen Teilen des größten Staates der Erde 600.000 Männer herbeischafft. 600.000 Liquidatoren, die im Begriff sind, sich selbst zu liquidieren, indem sie als Ersatz für die ferngesteuerten Maschinen, deren Elektronik durch die Strahlung versagt, das strahlende Monster mit 500.000 Tonnen Beton zuzuschütten versuchen, um zu verhindern, dass durch den Brand der 3 angrenzenden Reaktoren ganz Europa zum Evakuierungsgebiet wird. 5 Jahre später bereits sind 10.000 von ihnen nicht mehr am Leben. Sie konnten die todbringende Gefahr nicht einmal sehen. Diese Bilder voller Hilflosigkeit beschwören umsonst diese Trümmer. Tschernobyl ist die letzte Warnung. Aber kein Auge kann sie sehen, keine Kamera zeigen. Und wenn die Atomingenieure nur noch zur jahrtausendewährenden Sicherung ihrer todstrahlenden Ruinen gebraucht werden, dann wird ein ganzes Volk noch immer mit verbundenen Augen über ein Minenfeld laufen. Снижены или нет по мясу и молоку, по двум этим продуктам? Нет. Нет. Так к чему эти карты красивые, которые ученые разрабатывают? А для того... Эти рекомендации, которые вы распространяете? Эти карты для того... И мы должны решать вопрос с государственной точки зрения. Вы правы в том, что если здесь скажут медики, и я подчинюсь этому, что здесь невозможно проживать... Вот Allmählich kam der Gedanke... Es geschieht einfach ein Genozid. Am 30. September, auf Initiative unseres Komitees, wurde der Tschernobyler Fußmarsch organisiert. 40.000 Menschen gingen auf die Straße. Sie trugen solche schwarzen Fahnen. Drauf stand das Radioaktivitätszeichen und die Werte und die Verseuchung. Da haben wir zum ersten Mal die Stimme einer Mutter gehört, die sagte, ich gebe meinem Kind Milch. Ich weiß, die Milch ist verseucht, aber ich habe nichts anderes, was ich dem Kind geben kann. Ich schaue weg und weine. Die Organisatoren wurden vor das Gericht gestellt. Für mich war das eine Wende. In diesem Moment verstand ich ganz deutlich, wenn sich die Menschen für die Kinder engagieren, für die Zukunft des Volkes, und dafür werden sie verurteilt, dann muss etwas ganz falsch in diesem System sein. Dann geht es vielleicht sogar um ein Verbrechen. Ja. Ich bin zum Busbahnhof gegangen, da herrschte völlige Panik. Niemand wusste Bescheid. Es hieß nur, dass alle evakuiert werden würden. Und jeder verstand sofort, dass etwas Furchtbares passiert sein muss. Alle kamen zum Busbahnhof gerannt und versuchten, in die Busse reinzukommen. Jeder fuhr weg, wie er konnte. А там же они нахватались этой радиации, они все зараженные, они с лагеря уже привозили в больницу.
Нельзя было смотреть на них. Во-первых, от дома нигде есть дети такие, что и не были нигде от родителей, никуда не отъезжали. А там одни, они плачут, они даже есть деревенские, они не знают, как пользоваться тем туалетом. Ой, жутко. Und der dritte Engel blies in seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel und fiel auf die Ströme und auf die Quellen. Und das Wasser wurde bitter und viele Menschen starben von dem Wasser, weil es so bitter geworden war. Und der Name vom Stern ist Wermut. 4 Jahre lang ist den Kindern der Aufenthalt im Freien untersagt. Busse bringen sie täglich zur Schule. Während alle Welt glaubt, nur die Ukraine sei von dem Unglück betroffen, überziehen Expertentrupps Belarusland, um die Bewohner, das Vieh, die Nahrung zu messen und wieder zu messen. Aber niemand erfährt ein Ergebnis. Nur aus den Dörfern und Krankenhäusern sind plötzlich die meisten Ärzte mit ihren Familien verschwunden. Im Frühjahr 89 erscheint die erste regierungsamtliche Karte über Höhe und Ausdehnung der Verseuchung. Sie übertrifft selbst die Befürchtungen der Illusionslosen. 72% des frei gewordenen Reaktorinhalts wurden vom Wind nach Belarusland getragen. Mehr als ein Drittel der Republik ist verstrahlt, vor allem die fruchtbaren Gebiete im Südosten im Bezirk Gommel. Jod, Cäsium, das schwer zu messende Strontium-90, Plutonium. 1,5 Millionen Menschen hätten unverzüglich evakuiert werden müssen. Die Entseuchungsmaßnahmen der folgenden Monate bleiben nutzlos. Die Radioaktivität dehnt sich durch Wind und Verschleppung Jahr für Jahr um bis zu 10 Kilometer aus. Erst 4 Jahre nach der Katastrophe sieht sich die Regierung gezwungen, das staatliche Umsiedlungsprogramm für gescheitert und die gesamte Republik zum Notstandsgebiet zu erklären. Man führt Krieg gegen das eigene Volk, mit Normen, die besonders für Kinder viel zu hoch sind, wie sogar der Chefarzt zugibt. Jeder hier erhält zusätzlich 15 Rubel pro Monat, im Volksmund Sarggeld genannt, und 100% Radioaktivitätsaufschlag zum Lohn, um sich saubere Nahrung kaufen zu können. Aber die Versorgungslage ist schlecht, und was heißt sauber? Den Normen kann niemand entrinnen. Es sei denn, er rennt auf eigene Faust auf und davon. Aber wohin? In 3 Jahren, mit 17, würdest du von selbst aus Koma weglaufen, wie all die anderen hier. Du hast uns ein Lied auf deinem Kassettenrekorder gespielt. Es ist dein Lied. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Собираются крещеные ехать. Кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. Хотел положиться спать, спокойно уснул. Wie viele Milliarden mussten all diese Maßnahmen, das Umgraben der Felder, das Abspritzen jedes einzelnen Hauses, das Asphaltieren sämtlicher Straßen und Plätze verschlingen, um doch nur eins zu beweisen: Es gibt keinen Schutz. Selbst die Hoffnung auf den allmählichen Zerfall der Radionuklide trübt. 2% des frei gewordenen Kernbrennstoffs zerfällt nicht, sondern bildet sich immer neu um. Endlos. Transnukleare Elemente, die, jetzt noch harmlos, in wenigen Jahren weitaus giftiger als Plutonium sein werden. Und kein Wissenschaftler der Welt kann bisher ihre Wirkung ermessen.